Robert Habeck hat sich zu den Bauernprotesten geäußert. Und naja, wir hatten ja schon einen Bericht der Nachdenkseiten über dieses Statement hier angesehen. Und jetzt schauen wir uns mal dieses Statement selbst an. Ich hätte es mir vorher noch nicht angesehen, aber so viel haben wir schon bei den Nachdenkseiten erfahren. Dieses Statement soll wirklich katastrophal gewesen sein. Der Bauernverband hat für heute und die nächsten Tage zu Protestaktionen aufgerufen. Einige andere Gruppen und Verbände schließen sich an. Sie wollen ihre Kritik zum Ausdruck bringen, einige einfach ihrem Ärger Luft verschaffen. Das ist ja recht. Allerdings warnt der Bauernverband selbst inzwischen davor, dass die Proteste nicht vereinnahmt werden dürfen. Es kursieren Aufrufe mit Umsturzfantasien, extremistische Gruppen formieren sich, völkisch-nationalistische Symbole werden offen gezeigt. Es wird sichtbar, dass in den letzten Jahren etwas ins Rutschen geraten ist, was den legitimen demokratischen Protest und die freie Meinungsäußerung entgrenzt, sodass nun auch zuvor Unsagbares legitimiert erscheint. Ich möchte zu an Bin ich jetzt mal auf die Beispiele gespannt. Wohl. Das klingt jetzt so, als ob gar keine Beispiele kommen, als er nur allgemein versucht, diese Proteste hier zu delegitimieren. Anfang dieser Woche versuchen, ein paar Dinge glatt zu ziehen und ein paar Vorschläge zur Differenzierung machen. Erstens, ich war 6 Jahre Landwirtschaftsminister. Ich habe viele Betriebe besucht und noch mehr Gespräche mit Bäuerinnen und Bauern geführt. Sie arbeiten 7 Tage die Woche, sind immer auf Ab. Und trotzdem erhöhe ich ihre Steuern. Was ist diese Kürzung der Subvention auf Agrardiesel, ja, so wie das Ende der Kfz-Steuerbefreiung. Eine Steuererhöhung für die Landwirte. Also ja, ich habe Verständnis für die Landwirte, aber die Steuern erhöhe ich ihnen jetzt trotzdem. Abruf und wenn andere ihren Jahresurlaub machen, haben sie Erntezeit. Ja, sie wirtschaften unter einem mächtigen ökonomischen Druck. Dem Preisdruck durch die Discounter, der großen Schlachthöfe und Molkereien, dem schwankenden Weltmarkt. Es gibt gute, es gibt schlechte Jahre, aber vor allem gibt es ein strukturelles Problem. Bauern können ihre Produktionskosten oft nicht weitergeben, weil die Preise nicht von ihnen gemacht werden. Trotz Inflation, höheren Energie- und Lohnkosten können die Landwirte den Milchpreis nicht einfach anpassen. Häufig haben sie Schwierigkeiten, ihre Produktionskosten zu decken. Es muss also immer mehr produziert werden und genau das passiert auch. Die Kühe heute geben gut 65% mehr Milch als noch vor 30 Jahren. Die Zahl der Höfe ist im gleichen Zeitraum um weit mehr als die Hälfte zurückgegangen. Die Tierbestände pro Hof. Das mag ja alles richtig sein, was Habeck uns hier jetzt sagt, aber ist das irgendein Argument dafür, die Steuern zu erhöhen? Was sollen die Bauern machen? Ja, protestieren gehen. Was sollen sie wohl machen? Also, egal für welche Gruppe, jede Gruppe, für die jetzt in der Rezessionszeit die Steuern erhöht werden, sollte protestieren gehen. Das ist ökonomischer Irrsinn, was da passiert. Also, die Ampel hätte genauso gut die Mehrwertsteuer erhöhen können. Sie hätte genauso gut irgendeine Steuer erhöhen können. Es wäre richtig gewesen, protestieren zu gehen. Sie werden immer größer. Die kleinen Höfe verschwinden, wachse oder weiche, kaufe den Nachbarbetrieb auf oder verkaufe deinen. So ist die Realität. Strukturwandel nennt man das, ich finde, etwas beschönigend. Es ist die Industrialisierung der Landwirtschaft. Dies allerdings ist auch die bisher vom Bauernverband selbst vertretene Position. Als Indikator für den Fortschritt in der Landwirtschaft gilt der Strukturwandel, übersetzt also das Höfesterben. Das ist die Logik des Systems, in dem die Bauern wirtschaften. Unter der unionsgeführten Bundesregierung und den An diesem System will und kann auch keine Regierung etwas ändern. Also, das ist im Kapitalismus ja völlig normal, dass man mit technischem Fortschritt mehr Kapital braucht, um sich neue Produktionstechnologien anzuschaffen und es damit zu einer gewissen Zentralisierung kommt. Also, da jetzt, ja, was habe ich hier beschreibt, ist richtig, aber daran will und kann keine Regierung etwas ändern. Den Agrarministerinnen und Ministern von CSU und CDU gaben über 100.000 Betriebe auf. Natürlich will man angesichts solcher Probleme an jeder einzelnen Subvention ohne Abstriche festhalten. Nur gibt es auch andere Antworten, faire Preise. Stimmt, solche Subventionen, die verlangsamen diesen Prozess tatsächlich. Also, und auch faire Preise, was Habeck hier anspricht, da hat ja beispielsweise die Milchquote für gesorgt. Also solche staatlichen Regulierungen, solche Beschränkungen, solche preisstabilisierenden Maßnahmen, die sorgen dafür, dass kleine Höfe länger durchhalten können. Die halten diesen Prozess nicht auf, aber sie sorgen zumindest dafür, dass sie nicht ganz so schnell vonstatten geht. Wenn man jetzt Subventionen kürzt und damit für Einnahmeausfälle sorgt, dann schädigt man damit vor allem kleine Höfe. Das heißt, man beschleunigt diesen Prozess.
Also ist ja eigentlich selbstverständlich. Wenn es zu Gewinneinbrüchen kommt, dann leiden die mit besonders niedrigen Gewinnen da am stärksten drunter. Also vor allem die Kleinen. Gute Bezahlung für anspruchsvolle Arbeit, für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Tierschutz, direkte Vermarktung. Meiner Ansicht nach sollte man die Debatte jetzt nutzen, um ernsthaft und ehrlich genau darüber zu diskutieren. Zweitens, wir in der Bundesregierung sind den Bauern wegen des Kostendrucks entgegengekommen. Wir behalten einen wesentlichen Teil der jetzt diskutierten. So wie bei Noah. Stellt euch vor, ihr grapscht irgendjemand anderem zwischen die Eier und dann knockert ihr euren Blitz etwas und sagt dann, ihr seid ihm entgegengekommen. Also so müsst ihr euch das vorstellen. Wir erhöhen die Steuern jetzt immer noch, aber wir machen das nicht mehr ganz so stark, wie wir es eigentlich vorhatten, beziehungsweise erst verzögert. Notierten Subventionen bei. Dieses Entgegenkommen, das war selbstverständlich erst nach Protesten, wie im Chat gerade völlig richtig geschrieben wird. Also ohne Proteste hätte die Regierung gar nichts gemacht. Also das zeigt auch, dass Proteste etwas bringen. Also wenn immer wieder Leute sagen, ja, Demonstration, das ist eine schwache Organisationsform. Also wenn sich wirklich organisierte Gruppen für ihre Interessen organisieren und wirklich für ganz konkrete Forderungen protestieren gehen, dann kann das was bringen. Befreiung von der Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Die Subvention für den Agrardiesel. Ich möchte da mal ein Beispiel machen. Also wenn die Gastronomen so konzertiert gegen die Steuererhöhungen der Gastronomie, gegen die Mehrwertsteuererhöhungen demonstriert hätten, wie jetzt die Landwirte, vielleicht wäre die Bundesregierung da auch entgegengekommen. Wenn die Verbraucher gegen die Mehrwertsteuererhöhung auf Gas und Fernwärme demonstriert hätten, vielleicht wäre die Bundesregierung ihnen auch entgegengekommen. Also wenn man da mal ein paar Blockaden gemacht hätte, wenn man da mal Großdemonstrationen vom Bundeswirtschaftsministerium und vom Finanzministerium gemacht hätte. Aber mit so, ja, einfach irgendwas fordern und dann, ja, passiert nichts. Also man kann gute Argumente haben, aber die Bundesregierung handelt nicht. Sie handelt erst, wenn sie auf Widerstand trifft. Und die Bauern sind gut organisiert, die Bauern haben dagegen protestiert und ihr seht, die Bundesregierung knickt zumindest zum Teil ein. Und die Proteste gehen weiter, solange bis die Bundesregierung alles wieder zurücknimmt. Bauen wir schrittweise ab. So wird es fairer. Ganz können wir jedoch nicht darauf verzichten. Das ist eine Lüge, auf die Schuldenbremse könnte man ersatzlos verzichten. Der Einspardruck, zu dem das Urteil des Verfassungsgerichts geführt hat, ist da. Der irrsinnige Plan der Ampelkoalition, in einer Rezession die Schuldenbremse einzuhalten, der hat zu diesem Einspardruck geführt. Man hätte einfach die Schuldenbremse aussetzen können, man hätte versuchen können, die Schuldenbremse zu reformieren, man hätte so viel versuchen können, aber man... Also, dass man diesen Schwachsinn überhaupt erst in unsere Verfassung geschrieben hat, ist schon der große Fehler. Aber dass man dann irgendwelche Schattenhaushalte aufgelegt hat und so tun wollte, als hielte man die Schuldenbremse ein, obwohl man sie de facto nicht einhält, das hat dann zu diesem Verfassungsgericht-Urteil geführt. Also das Verfassungsgericht hat nicht verboten, die Schuldenbremse auszusetzen. Das Verfassungsgericht hat verboten, das mit irgendwelchen halbseidenen Schattenhaushalten ohne richtige Begründung zu machen. Also die Schuldenbremse aussetzen hätte man weiter gekonnt. Wir mussten ad hoc große Milliardensummen einsparen. Dieser Aufgabe haben wir uns gestellt und den Haushalt neu aufgestellt. Es gab ja einen fertigen Entwurf vor dem Urteil, der anderes vorsah. Aber es ist eine Tatsache, dass die Union mit dem Ziel geklagt hat, dass Milliarden eingespart werden. Und so viel, dass... Ja, selber schuld, wenn ihr verfassungswidrige Haushalte aus... Also verfassungswidrig, wie gesagt, wegen diesem Versuch, die Schuldenbremse einzuhalten. Weil die ausgesetzt hätte, hätte man das Problem überhaupt nicht. Das Urteil dann aus. Die Konsequenz ist, dass gespart wird. Diese Einsparungen haben... Die Ampel hätte die Schuld... Also, sorry, dass ich jetzt die ganze Zeit unterbreche, aber wie Habeck hier Ursache und Wirkung verkennt. Also erstmal, die Grünen haben die Schuldenbremse immer unterstützt, jedenfalls soweit ich mich erinnern kann. Alle Forderungen, die abzuschaffen wurden, von denen immer abgelehnt. Jetzt fordert man ganz, ganz vorsichtig eine Reform. Also ja, mit der FDP wird das bestimmt was. Also Luftnummern, was Habeck hier zusammenzaubert. Und ansonsten hätte man die Schuldenbremse einfach aussetzen können. Das wollte die Ampelkoalition aber nicht. Haben wir alles in allem breit verteilt. Gleichzeitig sichern wir wichtige Entlastungen und Investitionen ab. Das alles tun wir, weil wir als Regierung eine gesamte Lösung finden mussten, und zwar innerhalb der Rahmenbedingungen, die jetzt gelten. Die Regierung sich selbst gesetzt hat. Und drittens, ich halte eine Debatte über diese Rahmenbedingungen für notwendig. Eine Diskussion über die Frage, wie wir unser Gemeinwesen in Zukunft finanzieren, damit es ein Gemeinwesen bleibt. Worum es mir jedoch heute geht, ist etwas anderes.
hinter den angekündigten Protesten. Ich halte eine Debatte über die Rahmenbedingungen, die wir selbst geschaffen haben, für notwendig. Was ist das für ein bescheuerter Satz? Sag, ich bin für die Aufsetzung der Schuldenbremse oder ich bin dagegen. Ich halte eine Debatte für notwendig. Also, ehrlich. Steht mehr als die jetzigen Regierungsentscheidungen. Wir alle erleben einen Umbruch. Kriege und Krisen, die hohe Inflation über die letzten 2 Jahre. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Das fällt alles vom Himmel, auch die hohe Inflation, die ist einfach vom Himmel gefallen. Also, das ist nicht, weil man kein günstiges Gas, kein günstiges Öl aus Russland mehr wollte und meinte, man müsse jetzt alles sanktionieren, man müsse Russland jetzt aus dem SWIFT-System rauswerfen. Das hat damit nichts zu tun. Das sind einfach Rahmenbedingungen. Das ist einfach so passiert, die hohe Inflation, die ist über uns gekommen. Zukunft ist der Angst vor einer schlechteren gewichen. Erschöpfung und Enttäuschung, Sorge und Wut machen sich breit. Aber, und es ist ein großes Aber, wir dürfen nicht zulassen, dass Extremisten diese Verunsicherung exakt, und deswegen müssen die Grünen weg. Kapern. Wir dürfen nicht blind sein. Umsturzfantasien heißen nichts anderes, als unseren demokratischen Staat zerstören zu wollen. Wir haben das Jahr 2024. Wer äußert denn diese Umsturzfantasien? Also, ich hätte da mal gerne ein Beispiel. Wir leben, anders als in der Weimarer Republik, in einer seit Jahrzehnten gewachsenen Demokratie. Mit starken Institutionen, mit einer noch immer von der Mitte getragenen Gesellschaft, mit einer Kultur der Verständigung. Das hat unsere liberale Demokratie seit ihrer Gründung vor 75 Jahren getragen. Erbaut und erarbeitet von verschiedenen Generationen und unterschiedlichen Parteien. Die liberale Demokratie lebt von Voraussetzungen, deren Bestehen sie selbst nicht sichern kann. Also ich stelle jetzt mal, obwohl so provokant ist die These wahrscheinlich gar nicht, folgende These auf. Die Weimarer Republik wäre auch mit der Verfassung der Bundesrepublik gescheitert und die Bundesrepublik wäre auch mit der Verfassung der Weimarer Republik ein Erfolg geworden. Entscheidend für den Erfolg der Bundesrepublik war das Wirtschaftswunder, war der wachsende wirtschaftliche Wohlstand für große Teile der Bevölkerung. Entscheidend für den Niedergang der Weimarer Republik war ja der Vertrag von Versailles, der ihr ökonomische Bedingungen auferlegte, unter denen ein Gedeihen oder ein wachsender Wohlstand für die Mehrheit der Bevölkerung sehr schwierig umzusetzen war. Und das Genick gebrochen hat ihr schließlich die Weltwirtschaftskrise. Also sowohl der Vertrag von Versailles als auch Weltwirtschaftskrise waren etwas, was unsere Bundesrepublik in der Form niemals erdulden musste. Also, ja. Ein und Strömung. Streitbar und doch immer wieder Hand in Hand. Errichtet auf dem Grundgesetz als Fundament. Dass es so kommen würde, war im Gründungsjahr 1949, so kurz nach Nazi-Diktatur und Krieg, nach Zivilisationsbruch und Holocaust, alles andere als garantiert. Es ist Zeit, sich klarzumachen, dass es auch jetzt nicht garantiert ist. Es gibt keine Garantie, dass nicht auch in Deutschland die Debatte immer weiter verroht. Ja, beispielsweise durch die Grünen, die alle ihre Kritiker als Nazis bezeichnen, als Rechtsradikale, sie in die Nähe von Putin rücken oder staatliche Thinktanks auf sie ansetzen. Man denke an die Amadeo-Antonio-Stiftung oder das Zentrum Liberale Moderne. Sodass am Ende das Recht und der Rechtsstaat gefährdet sind. Unsere liberale Demokratie ist ein Schatz, den wir verteidigen müssen. Gegen die Grünen. Unsere Republik ist eine, für die wir arbeiten müssen. Gegen das Programm des Ressentiments und Populismus halten. Populismus ist richtig und wichtig in einer Demokratie. Populismus kommt vom Wort Populus, das heißt Volk. Also Populismus setzt sich für die Interessen des Volkes ein. Demgegenüber steht der Elitismus, der sich für die Interessen einer kleinen Elite einsetzt. Also ziemlich genau der Politik, wie sie alle etablierten Parteien machen. Wie ein Verständnis von erneuertem Republikanismus. Um das geht es jetzt. Es geht um einen solchen Patriotismus im besten Sinne. Der Bauernverband betont immer wieder, dass er gewaltfrei und friedlich demonstrieren will. Die Erfahrungen der letzten Demonstrationen zeigen allerdings, dass das nicht bei allen ankommt. Wenn an Traktoren Galgen hängen, wenn Traktorkolonnen zu privaten Häusern fahren, dann ist eine Grenze überschritten. Von der Verrohung in den sozialen Medien gar nicht zu sprechen, wo häufig unter der Feigheit von irgendwelchen Decknamen Gewaltaufrufe verbreitet werden. Es ist ein Wesenszeichen der Liberalen. Redet ihr hier gerade von solchen Thinktanks wie dem Zentrum Liberale Moderne, wo gemäßigte sozialdemokratische Alternativmedien wie die Nachdenkseiten als systemoppositionell diffamiert werden?
und sie somit in Feindschaft zu unserer Verfassung gerückt werden, in völlig faktenwidriger Art und Weise. Meint Habeck damit vielleicht sowas? Liberalen Demokratie, dass sie auch ihren Gegnern Platz gibt. Aber unser Grundgesetz setzt Verfassungsfeinden Grenzen. Wer die Demokratie zersetzen will, muss da. Unser Grundgesetz gibt Verfassungsfeinden solche Instrumente wie den Verfassungsschutz in die Hand, um damit Demokraten verfolgen zu lassen. Dafür mit den Mitteln des Rechtsstaats zur Rechenschaft gezogen werden. Social Media Kampagnen, die teils von Putin bezahlt werden, in denen man sich. Das ist der Ausschnitt. Da hatte Florian Warbeck in der Bundespressekonferenz nachgefragt. Und die haben keine Belege dafür. Das hat sich Habeck frei ausgedacht. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Als Opfer inszeniert, um Gewalt gegen Personen und Dinge zu rechtfertigen. Politische Programme, die Umsturz oder gar Umvolkung das Wort reden und immer anderen die Schuld geben. Rechtsradikale, die den Schutzraum der Freiheit nutzen, um sie abzuschaffen. Das dürfen wir nicht dulden. Sagt, und deswegen dürfen wir die Grünen nicht dulden. Genauso dürfen wir als Gesellschaft den Platz. Also was sagt Proletopia ja immer, wenn solche Leute über andere reden, dann projizieren sie. Also alles, was Habeck hier über seine politischen Gegner sagt, das könnte man fast 1:1 auf ihn beziehen. Nicht den Verfassungsfeinden überlassen. Eine Zivilgesellschaft lebt davon, sich einzubringen, einzumischen, hinzusehen. Eine Zivilgesellschaft lebt von Zivilcourage. Zivilcourage ist der Mut, auch für andere einzustehen. Die Radikalen und Populisten haben Aufwind. Sie sind voll motiviert und mobilisiert. Entscheidend ist jetzt, dass die große schweigende Mehrheit sich einbringt, sprich wählen geht und sich klar macht, dass Demokraten Differenzen haben mögen, der politische Feind, der gemeinsame Hauptgegner, jedoch die Antidemokraten sind. Ich bin Minister. Mich schützen qua Amt. Ja, die Antidemokraten wie beispielsweise den Grünen. Und im Chat schreibt gerade Hans Bürger, der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das Böckenförde-Diktum. Ja, danke. Mir war das genaue Zitat entfallen, deswegen hatte ich es gerade nur ungefähr wiedergegeben. Aber ja, das würde ich zu 100% so unterschreiben. Beamte, und sie tun das vorbildlich. Aber wie viele Menschen in Dörfern und Städten müssen allein mit Bedrohungen klarkommen, werden eingeschüchtert, ihre Kinder, Männer, Frauen werden bedroht oder fühlen sich bedroht. Diese Menschen tragen die Demokratie. Für sie müssen wir eintreten. Diese Republik ist der beste Staat, den Deutschland je hatte. Wir müssen für sie einstehen. Wehren wir die Bedrohung ab, haken wir uns unter, seien wir solidarisch und in dem Sinne patriotisch. In dieser Woche und in den nächsten, in dieser Zeit. Ja, abgesehen. Absolut. Seien wir solidarisch, seien wir patriotisch, bekämpfen wir die Verfassungsfeinde, also Leute wie Robert Habeck. Dem kann ich mich nur absolut anschließen. Es ist unfassbar, diesem Mann zuzuhören. Was soll man dazu noch sagen?